Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Ja, wir haben wieder Nacht, aber sehen wenigstens einigermaßen was. Und haben zum Glück auch bald das Stück hier fertig. Wobei bald ist immer noch übertrieben. Auch wenn es hier unten aussieht wie ein Schweizer Käse-Leg. Da liegt ein einzelner Stein rum. Keine Ahnung, wem der gehört. Hier geht gerade nichts. Ich tue es jetzt einfach mal wieder, auch wenn ich genau weiß, dass das nur Chaos verursachen wird. Ich hoffe einfach mal, dass die bald hier fertig mit abbauen sind. Ach, nur noch ein Stück Treppe. Ist hier zum Wegbrechen? Und hey, noch wird hier ordentlich gefüllt, so wie es aussieht. Das ist gut. Wie gesagt, wenn das Witzelchen da wieder weg ist. Wieder leck. Was willst du denn da jetzt da oben? Aber ja, alles total. Jetzt wird es wieder richtig dunkel. Jetzt sehe ich nicht, kann ich nicht mal mehr viel erkennen. Also ja, da hinten die Brickwats gerade im Leuchten, aber ansonsten. Oh, ich sehe da gerade ein Problemchen, auf das wir zusteuern.
Ja, okay, kriegen wir auch irgendwie gelöst. Wir kriegen alles irgendwie gelöst. Außer natürlich die Probleme mit der AI. Die können wir leider nicht lösen. Gut, was sagt? Die Nacht wird noch eine Weile gehen. Der Korrupt wurde es erst da drüben. Ob es eine Möglichkeit gegeben hätte, einzustellen, dass Tag- und Nachtwechsel im Sandboxing deaktiviert ist, wäre praktisch gewesen. Ja gut, die könnt ihr weghauen. Warum auch immer. Achso, das war noch einer hier oben. Okay, ich habe nichts gesagt. Tut mir leid. Ah ja, das sieht sehr, sehr seltsam aus. Also das Stückchen Treppe hier. Also ja, hier wird es ein bisschen eng.
ich auch. Toll, ich sehe jetzt gerade nicht, wie ich es ziehe. Wobei, habe ich ja noch nie gesehen, stimmt eigentlich. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Achso, ich bin gerade doof. Ah ja, wir schleifen genau hier. Hier entlang, hä? Muss ich unsere Auffüller erst das Stück hier abtragen lassen, bevor wir weiter auffüllen können. Also wieder mal ein neuer Steinbruch. Wir gehen zu weit in die Richtung, Mara, da kann ich nicht weit genug in die Richtung gehen, gell? Ja. So. Hätte ich gern dahin. Von mir aus auch gern so rum. Ja. Besser geht das nicht. So, Prio gesenkt. Aus Versehen, aber auch mit Absicht. Und bestätigen. Ihr macht hier schon wieder Quatsch. Und ja, ganz ehrlich, kloppt das Zeug einfach mal weg. Wir brauchen das hier an Steinen jetzt nicht unbedingt, klopft's weg. Wir haben hier genug Steine. Also ja, die 7 hier habe ich zur reinen Destruktion geschickt. Warum ist jetzt die Musik ausgegangen? Übrigens ist eigentlich noch relativ Nacht. Ich sehe noch keine Sonne da hinten aufgehen. Ah ja, ich will, dass die da wirklich nur abtragen. Ich meine, wenn wir uns mal angucken, was wir hier noch haben, ist das mehr als genug. Vor allem, weil die hier das noch abtragen müssen. Können wir das Stück hier so entfernen.
So, jetzt verteilen sie sich hoffentlich alle wieder und hauen wieder ordentlich drauf. Sehr schön. Und hey, wir sind bei der drittletzten Ebene hier angekommen. Was sagen meine Steinreserven? Die sagen, alles ist gut. Noch ist Platz. Ja, klappt eigentlich ganz gut. Ja auch, oder? Hoffe ich mal. Wir haben sie schon teilweise keine Lust mehr hochzulatschen. Irgendwo ist ein Stein abhanden gekommen, habe ich das Gefühl mal wieder. Nee, doch nicht. Das ist alles in Ordnung. Ja, und die Jungs sind fleißig hier. Also ja, man sieht, wenn man nur stupide nach unten gräbt, ohne Ressourcen zu sammeln, ist man ziemlich schnell. Kann ich gleich schon mal den nächsten daneben platzieren. So, wie weit kann ich den machen? Ah, ein Fitzelchen hier fehlt. Ah, naja. Stimmt's so? Ja, sieht gut aus. Thank you.